Das brandneue FM-Magazin ist da, mit umfangreichen Informationen zur Hotellerie, Gastronomie und Touristik. Die MG Mediengruppe vergibt am heutigen Abend den FM-Incoming-Preis 2019 an die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner. Und wie man sieht, sie ziert eben das Cover dieses Magazins. Ja, wir haben Johanna Mickl-Leitner und den Verleger Christian Mucher zum Interview getroffen. Genau geht's da? Ja, es ist der FM-Incoming-Preis, das erste Mal vergeben 1980. So alt bin ich schon, also von 39 Jahren. Den Preis bekommt die Johanna Mickl-Leitner, die niederösterreichische Landeshauptfrau, die in wenigen Minuten eintreffen wird. Wir haben ein paar Gäste heute Abend, wie ich sehe. Also warten wir, hoffentlich kommt da den Bundeskanzler, den Vizekanzler, die Minister Schramböck, die Minister Bogner-Strauß und viele, viele tolle Wirtschaftsleute. Also ich würde sagen, es sind Manager da, die alles miteinander für rund 1 Million Leute verantwortlich sind. Vorstand von Hyundai Europa war gerade da mit 200.000 Mitarbeitern, der Chef, der einflussreichste Österreicher im Automobilgeschäft. Also es wird ein spannender Abend heute. Ich freue mich auf alles. Johanna Mickl-Leitner ist jetzt am Cover. Warum genau diese Frau? Oh, es gibt tausende Begründungen. A, ist in Politik nicht leicht, als eine Frau einfach seinen Weg zu machen, sich lassen respektieren, weil wir waren total überrascht, als wir eine Ladung abgeschickt, dass die fast alle gesagt, für sie kommen wir sofort. Diese Dame ist geliebt, fährt, sie hat in diesem kleinen Bundesland was Unmögliches gemacht, weil es ist leicht in Wien sozusagen als Region promoten. Bundesland von der Touristikgröße her ist es. Niederösterreich natürlich klein. Eine wunderschöne Wälder, paar Kloster, aber eigentlich, Niederösterreich ist nicht so groß, aber sie hat das attraktiv gemacht für Tourismus und dafür ist Hut ab. Frau Mickl-Leitner, Sie sind jetzt auf dem Cover vom FM-Magazin. Wie fühlt sich das denn an? Das fühlt sich für Niederösterreich ganz gut an, denn wir waren jahrzehntelang eine benachteiligte Region und haben in den letzten Jahren unglaublich aufgeholt, auch im Tourismus, haben hier Rekordzahlen, erstmal 7,4 Millionen Nächtigungen. Das heißt, wir sind auf Erfolgskurs und das auch noch in einem ganz besonderen Jahr, wo wir 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhanges feiern. Was verbinden Sie denn mit dem FM-Magazin? Ja, dass da einfach immer Spannendes, Aktuelles zu finden ist. Wie schaut es denn aus bezüglich dem Tourismus in Ihrem Bundesland? Ja, der Tourismus fußt auf einigen Säulen. Das ist wahrscheinlich die Vielfalt der Natur, von unseren Nationalparken, Naturparken bis hin zum Weltnaturerbe Dürnstein, wo es eben darum geht, dass wir einen Buchenurwald haben in der Nähe von Lunz am See. Dann natürlich der Wein, eine touristische Attraktion, der einfach weltweit zu den besten gehört. Das heißt, zwei ganz starke Säulen. Und die dritte Säule, die wichtigste und zentralste, das uns gerade im Tourismus einen Turbo verleiht, ist der gesamte Bereich der Kultur. Wir sind nicht nur Niederösterreich, ein großes, starkes Land, sondern wir sind auch künstlerreich im wahrsten Sinne des Wortes. Glauben Sie, wird man Sie in Zukunft noch auf weiteren Cover-Magazinen sehen? Ja, ich hoffe doch, denn wir wollen immer besser werden und da geben wir alles, volle Kraft voraus. We'll be right back.
Verleihung des FM Incoming Preises 2019 ist gut über die Bühne gegangen. Mit dabei waren wieder zahlreiche prominente Gäste. Ja, und wie man sieht, Johanna Mikl-Leitner, die ziert eben, wie gesagt, das Cover dieses FM Magazins. Ja, sie gilt jetzt also als richtiger Coverstar und wer weiß, vielleicht wird man sie in Zukunft noch öfter auf einem Cover sehen.